Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und heute sprechen wir, wie ihr vielleicht im Titel schon sehen könnt, über ein etwas anderes Thema. Es kommt ja immer am Dienstag, kommen jetzt die riesengroßen Reselling-Videos mit der Challenge und zwischendurch auch noch kleine Vlogs. Auch am Wochenende kommt einer, wo ich auch über das Thema Reselling spreche. Und heute will ich mal eine Frage aufgreifen, die mich sehr, sehr oft erreicht, beziehungsweise sehr, sehr viele Fragen, die zum selben Thema passen. Und deswegen gibt es heute ein Off-Topic-Video. Wir sprechen heute über Motivation, Weiterbildung, ja, wie gesagt, über den ganzen Sinn. Weil manche fragen mich, René, wie kannst du bitte, jetzt ist 2:30 Uhr nachts, ja, 2:30 Uhr, man sieht's. Ich glaube, man sieht es. Ja, man sieht es. Auf jeden Fall, es ist 2:30 Uhr morgens. Wie kannst du da überhaupt motiviert sein? Ich hätte überhaupt keinen Bock, hier zu sitzen, sozusagen, und so ein Video zu drehen, beispielsweise. Ja, ich habe auch nicht immer Bock drauf, aber meine Freunde, ihr müsst euch eins wirklich bewusst werden. Wenn das Warum stark genug ist, dann wird die Motivation niemals oder fast niemals aufhören. Ihr müsst euch immer wieder euer Warum in die Gedanken rufen. Ich habe früher, also jetzt mache ich auch noch ab und zu, aber es ist so fest in meinen Gedanken, früher, wie ich 16, 17, 18, 19, 20 war, schon eine Weile her, ich bin schon ziemlich alt, nein, Spaß. Ja. Auf jeden Fall habe ich jeden Morgen, habe ich mir die 5, 6 Ziele aufgeschrieben, die ich erreichen will, bis 30 habe ich mir aufgeschrieben. Wenn ich 30 bin, will ich das und das erreicht haben. Jeden Morgen bin ich da gesessen, hat mir das aufgeschrieben, um das einfach in meinen Kopf zu bringen. Und letztens, vorgestern, habe ich das Buch wieder rausgenommen und da stand 2013 standen da Sachen drin, die ich vor kurzem erreicht habe. Und da bekomme ich Gänsehaut, wirklich, das ist so heftig. Und ihr glaubt mir gar nicht, was da alles drin ist. Wenn euer Warum groß genug ist, dann wird die Motivation nie aufhören, meine Freunde. Und das Ganze habe ich alles durch Bücher gelernt. Bücher lesen, Wissen aufsammeln. Das Allerwichtigste, wirklich. Und deswegen will ich auch vielleicht ab und an, vielleicht ein, zweimal im Monat so ein Off-Topic-Video wie jetzt machen. Weil meiner Meinung nach ist es enorm, enorm wichtig, neben dem ganzen Geld verdienen, resellen und so weiter, dass man sich weiterbildet. Ich habe hier ein paar Bücher vor mir liegen, die ich extrem spannend finde, die ich jetzt nochmal lese, ein zweites Mal. Ich lese die nicht nur einmal, sondern jetzt das zweite Mal bin ich gerade dabei. Und vielleicht habt ihr Bock, dass ich einfach vielleicht an der Tafel oder auch animiert ein Review ab und an, nicht jetzt, wie gesagt, jedes Mal, sondern vielleicht ein, zweimal im Monat, so ein Review, so ein Buch mache, wo ich euch die wichtigsten Tipps einfach rausschreibe, vielleicht, dass ihr es einfach schnell aufnehmen könnt, müsst es dann vielleicht nicht selbst lesen, wenn der eine oder andere hat halt keinen Bock zu lesen, kann ja alles sein, ist ja überhaupt nicht schlimm, aber das war einfach der Schlüssel zum Erfolg bei mir, also wenn ich jetzt erfolgreich bin ich noch lange nicht, ich bin noch lange nicht am Ziel, aber ja, es hat mir halt sehr viel geholfen, Sport und Lesen, das hört sich zwar blöd an, aber das Fitnessstudio und die Bücher haben mein Leben maßgeblich verändert und ich würde es jedem raten, auch der jetzt noch jünger ist, auch der älter ist wie ich und vielleicht trotzdem auf mich hört, lest, meine Freunde. Und wenn euch das Lesen nicht interessiert, dann gönnt euch einfach Audible, das kostet fast nichts, 2 Bier weniger am Wochenende, ich trinke natürlich auch Bier, es ist nichts gegen Bier, aber 2 Bier am Wochenende weniger und ihr könnt euch ein Audible-Abo leisten oder zu kaufen, natürlich leisten kann sich's jeder, es kostet glaube ich 9 Euro im Monat und dann diese 9 Euro sind so gut investiert, das glaubt ihr mir gar nicht und ich glaube, als Prime-Mitglied hat man sogar die ersten 2 Monate gratis, ich suche euch raus und haue euch nochmal unten rein, wenn ihr keinen Bock habt auf die ganzen Bücher, aber ich finde trotzdem auch Bücher gut, weil ich mache mir immer vorne, weil mich auch manche gefragt haben, wie arbeite ich so ein Buch durch? Ich schaue mir den Inhalt an, weil ich habe schon so viele Bücher gelesen, dass sehr, sehr viel wiederholt sich auch. Ich schaue mir dann immer das Inhaltsverzeichnis durch, beispielsweise von dem hier, Wichtiger als Geld von Robert Kiyosaki, der hat auch Rich Dad Poor Dad, Cashflow Quadrant, habe ich auch schon gelesen. Und ja, auch das Buch hier, Wichtiger als Geld, fange ich jetzt gerade erst an. Wie mache ich das? Ich gehe ins Inhaltsverzeichnis, schaue mir durch, was mich weiterbringen kann, was mich interessiert, markiere mir das und fange dann direkt dort an zu lesen. Weswegen mache ich das ja, wie gesagt, dass ich nicht einfach jetzt, vielleicht habe ich das erste Kapitel schon mal in einem anderen Buch von ihm gelesen, genau gleich, ich weiß circa, was da drin steht. Er wiederholt sich oft, auch sehr, sehr oft, nicht nur er, sondern auch andere. Und es gibt aber auch immer wieder was Neues in den Büchern. Und so spare ich mir auch ein bisschen Zeit. Natürlich, Zeit ist sehr, sehr kostbar. Zeit kann man sich nicht mit Geld kaufen. So, jetzt ist die Kamera ausgefallen. Was ich sagen wollte, natürlich arbeite ich auch
sehr, sehr viel, was auch nicht so gesund ist, na klar, aber meine, erstens mal ist meine Arbeit nicht körperlich anstrengend, zweitens mal liebe ich die Arbeit und gehe nicht jeden Tag zur Arbeit und denke mir, wann ist Wochenende, und drittens wird das nicht ewig so gehen, ich werde natürlich das reduzieren, aber naja, man muss in den 20ern, muss man mal durchbeißen, ich glaube, das schafft jeder, unser Körper kann viel mehr leisten, als man denkt, glaubt mir, meine Freunde. Wenn jemand sagt, er ist müde, ja, dann sagt der Körper, dass er müde ist. Aber in Wirklichkeit kannst du noch viel, viel länger, ob das jetzt gescheit ist oder nicht, oder schlau, glaube ich, wie man in Deutschland sagt. Das ist die andere Geschichte. Aber mir ist das mal, ich kann euch kurz ein Beispiel geben. Ich hoffe, euch gefällt es ein bisschen, das Video, wenn ich einfach so rede mit euch. Aber ich habe mal, habe ich glaube ich schon mal wo erwähnt, mit einem Kollegen eine Wette gemacht. Der hat immer für den Lauf trainiert, für so einen 5-Kilometer-Lauf. Und er hat halt gesagt, ja, das schaffst du niemals, dass du 4 Minuten 30 pro Kilometer auf die 5 Kilometer läufst. Ich bin kein Läufer, habe zwar Fußball gespielt, aber habe gesagt, bei 5 Kilometer, da ist es weder dein Körper noch irgendein Training, das schafft nicht jeder. Natürlich, wenn man jetzt 200 Kilo hat, wird man es nicht schaffen, aber wenn man so einigermaßen immer Sport gemacht hat, ist das nur eine Kopfsache. Er hat gesagt, niemals. Die 5 Kilometer bin ich einfach straight durchgelaufen, habe mir bei der Apple Watch eingestellt, dass es vibriert, wenn ich in der Zeit bin. Einfach durchgezogen, das funktioniert, das ist nur eine Kopfsache. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich umfalle, dann war's das, aber davor höre ich nicht auf. Und das ist bei so vielen Dingen im Leben so, dass der Kopf schon sagt, nee, nee, chill mal ein bisschen, und in Wirklichkeit, der Körper könnte noch viel, viel länger, aber ja, wie gesagt, auch eine andere Geschichte. Gern würde es mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr vielleicht ab und zu so Buchreviews haben wollt. Jetzt können wir noch kurz auf ein Buch eingehen, was mir enorm gefällt, was ich auch jedem empfehlen würde. Habe ich auch einen Blogbeitrag auf der Website gemacht, und die Top 20 Bücher habe ich auch für euch auf der Website www.resellingmitkopf.de zusammengefasst. Den Blog könnt ihr euch anschauen, falls euch interessiert, meine Top 20 Bücher, die ich gelesen habe. Und zu jedem dieser Bücher könnte ich in den nächsten halben Jahr einfach mal ein kleines Review hier machen. Wie gesagt, vielleicht interessiert es euch. Und jetzt kommen wir zu dem Buch, das ich euch kurz sagen will, was mir auch enorm gefällt, nämlich der 10x Rule von Grant Cardone. In diesem Buch geht es einfach darum, er sagt, man soll seine Ziele 10-mal höher setzen und einfach 10-mal mehr dran arbeiten, weil dann schafft man auch kleinere Ziele. Was meint er jetzt damit? Wenn man jetzt das Ziel hat, 2000 Euro zu verdienen im Monat, und man setzt sich das Ziel, okay, ich will jetzt 2000 Euro im Monat verdienen, dann denke ich erstens mal nur an Aktivitäten, die mir ungefähr 2000 Euro bringen, und in Wirklichkeit strenge ich mich dann auch nur so an, ungefähr, dass ich 2000 erreiche, und meistens bin ich dann drunter, so 1500 oder so. Was ja auch nicht schlecht ist, aber trotzdem Ziel verfehlt. Was ist, wenn ich jetzt gleich sage, okay, ich nehme das Ziel mal 10. Ich sage, okay, ich will 20.000 Euro verdienen. Was passiert dann in meinem Kopf? Mein Kopf denkt sich, okay, wie komme ich jetzt an 20.000 Euro, wie kann ich 20.000 Euro verdienen? Ich kann mehr Artikel listen, ich kann das Ganze automatisieren, ich kann vielleicht auf Großhändler mich ein bisschen spezialisieren. Okay, dann denke ich an solche Dinge, dann arbeite ich noch, weil die meisten denken, okay, ich denke jetzt dran und dann wird das schon. Nein, man muss natürlich auch 10-mal so viel arbeiten in Wirklichkeit. Wie gesagt, ich sitze jetzt um 2 hier, habe den ganzen Tag gearbeitet, von 6 bis um 8 Uhr, von 6 Uhr morgens bis 8. Dann war ich 2 Stunden zu Hause, war mit dem Hund raus, dann bin ich wieder hergefahren, jetzt mache ich die Videos, für den Mitgliederbereich schon Videos gemacht, für YouTube jetzt ein Video gemacht. Und natürlich muss ich viel arbeiten. Aber erstens mal liebe ich, was ich mache, ich kenne mein Warum. Und zweitens mal habe ich auch Ziele, die ich erreichen will. Und dann mache ich das genau so in dem Buch The 10x Rule beschrieben, dass ich mir das Ziel einfach 10-mal höher setze, wie ich angepeilt habe, weil dann schaffe ich das ursprüngliche Ziel in Anführungszeichen zu 100%. Und das war bei mir jedes Mal so. Ich habe das bei weitem übertroffen. Vielleicht bin ich nicht ganz an das Zehnfache reingekommen, aber deutlich an das normale Ziel bin ich deutlich vorbeigekommen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das waren jetzt 2 so ganz kleine Tipps aus diesem Buch. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, ich würde es gerne machen, einfach weil ich zurzeit ein bisschen eingeschlafen bin beim Lesen. Ich habe ja gesagt, ich will ein Buch in der Woche lesen und hab's jetzt nicht ganz, ich bin so 3 Bücher hinten, und wie gesagt, vielleicht, wenn ihr sagt, okay, das wollen wir gerne haben, dann lese ich natürlich wieder mehr, damit ich euch mehr Content auch in diesem Sinne bringen kann. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, meine Freunde. Am Dienstag gibt's natürlich dann wieder ein riesenlanges Reselling-Video, so ungefähr 40 Minuten wird das wieder haben. Ich habe schon einiges an Waren, an Trading Card Games gekauft, gebrauchte Waren, sehr, sehr günstig bekommen, hat mich auch schon ein bisschen weitergebildet in dem Bereich. Ist jetzt so spannend, das Video am Dienstag, ich freue mich schon total drauf. Und auch Brettspiele und so weiter habe ich schon richtig viel bekommen zum Nulltarif, also auch
ungefähr so ein Stoß, ungefähr so. Richtig cool, stelle ich euch natürlich alles Dienstag im Video vor. Und am Sonntag werde ich noch einen kleinen Vlog online bringen, wenn es sich ausgeht. Weil ich habe das natürlich auch ein bisschen aufgenommen, was ich da alles gemacht habe. Und ich hoffe, euch interessiert es, meine Freunde. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Auch solche Videos sind für mich nicht entspannend, aber ich rede halt sehr, sehr gerne mit euch und lese mir dann auch richtig gerne die Kommentare durch, die ihr dann schreibt, damit ich mich ein bisschen austauschen kann. Ihr müsst denken, jetzt besonders in der Corona-Zeit, ich hänge halt nur in der Arbeit. Also ich arbeite nur, früher bin ich am Wochenende ab und zu rausgegangen mit Freunden, habe ein paar Bier getrunken, habe mir unser Fußballspiel angeschaut, aber jetzt nichts mehr, logischerweise, weil alles zu ist. Ich arbeite jetzt seit einem Monat wirklich durch. Ich fahre vom Lager nach Hause, schlaf kurz, geh duschen, esse ein bisschen was unterm Fahren, dann komme ich wieder ins Lager, dann fahre ich wieder nach Hause und schlafe einfach nur. Also ja, das ist mein Leben zurzeit und deswegen freuen mich solche Videos, die erleichtern mich sozusagen auch ein bisschen, wenn ich einfach so off-topic machen kann, ein bisschen reden mit euch, ein bisschen die Kommentare beantworten. Wie gesagt, ich bin sofort in den Kommentaren verfügbar, sobald das Video online ist natürlich. Und jetzt war es das eigentlich schon mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Was will ich euch damit sagen? Ihr müsst euer Warum kennen, ihr müsst euch weiterbilden, ihr müsst einfach 10-mal so viel machen wie andere, um einfach ja, mehr zu erreichen wie sie. Wenn man mehr haben will wie andere Leute, dann muss man auch mehr machen wie die anderen. So ist es einfach. Das ist auch meine Philosophie und meine Devise. Bitte, meine Freunde, gebt einfach Gas, wenn ihr jung seid. Ich schaffe das, also schafft ihr das dreifach. Wie gesagt, ich bin weder schlau noch besonders begabt in irgendetwas. Und deswegen schafft ihr das auch, meine Freunde. Und ansonsten, ja, lest Bücher, bildet euch weiter, macht Sport. Ganz, ganz wichtige Dinge, ganz, ganz, ja, das sind einfach die Basics. Und jeder, der meint, es gibt jetzt irgendwie so einen Zauberspruch, damit man, ja, viele Verkäufe hat, irgendwie gute Bewertungen bei eBay, Umsätze von, ja, fünfstellige Umsätze. Das kommt alles nur von die einfachen Dinge täglich machen, sich nicht verunsichern lassen von anderen Leuten, immer an seine Träume glauben, sich die Träume nicht ausreden lassen und einfach motiviert sein. Und man kann nur motiviert sein, wenn man wirklich das Warum kennt. Sucht euch euer Warum, schreibt euch eure Ziele am Morgen auf, meine Freunde. Dann seid ihr motiviert jeden Tag. Ich kann ab und zu kann ich nicht schlafen, da habe ich 20 Stunden gearbeitet und dann liege ich hier wach in meinem Bett, weil ich noch so motiviert wäre, dass ich noch einfach weitermache und den Schlaf einfach auslasse. Aber ich weiß, okay, das ist auf Dauer nicht gesund, deswegen nehme ich mir wenigstens die 3,5 Stunden für den polyphasischen Schlaf. Aber ab und an ist es wirklich so, ich liege zu Hause, fahre dann natürlich von hier weg und will nicht schlafen nach 22 Stunden Arbeit oder nach 20 Stunden Arbeit. So heftig ist das ab und zu. Kann man auch als Sucht bezeichnen, aber ich finde einfach, wenn man Träume hat, wenn man an seine Träume glaubt, wenn man jeden Tag aufs Neue Gas gibt im Leben, dann wird man am Schluss belohnt. Und wenn nicht, kann man noch immer sagen, ich habe es versucht, ich habe wirklich alles gegeben, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich das immer wollte, ich habe mit dem gearbeitet, mit dem ich wollte, ich habe gearbeitet, wann ich wollte, ich habe mir von niemandem was sagen lassen, in Anführungszeichen natürlich, konstruktive Kritik und Lernen ist natürlich ausgeschlossen, aber ich hatte halt keinen Chef und das schon mit, ja, zwischen 18 und 20 schon, kann man sagen. Und ja, meine Freunde, so ist es. Und wenn es dann einfach mal vorbei ist oder so, dann kann man auch immer sagen, das Leben habe ich so genutzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann mir nichts vorwerfen, auch wenn es nicht so geklappt hat, auch wenn ich ein Ziel gehabt habe, das so riesengroß war und ich habe es nicht geschafft. Aber ich habe alles gegeben. Am Schluss zählt nur das, meine Freunde. Und mit diesen Worten verlasse ich euch jetzt. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Macht das Beste aus allem. Seid motiviert. Denkt nicht zu negativ. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Euer René.